Willkommen, hochverehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, zur Episode, glaube ich, 17 oder 18 von Raumflotte Gothic. Und heute kriegen wir eine wirklich gefährliche Schlacht. Wir haben uns entschieden, mit unserer 15. gotischen Schlachtschiffgruppe zusammen mit Malua, der 20. Imperial Fist Redeemer Fleet, das Necron-System anzugreifen. Und es hat zwei Flotten, äquivalent zu einer meiner Flotten, plus Verteidigungseinrichtungen. Das heißt, ich bin mir nicht so ganz sicher, es müsste hier eigentlich alles klappen. Wünsche uns Glück. Wir können so ziemlich alles, was wir haben, platzieren. Inklusive Macharius Barisa. 861 Punkte auf in die Schlacht. Gegen 9. Charnovok und 17. Neferu. Aber wenn ihr übrigens Bock habt selbst auf Raumflotte Gothic 2, holt's gerne beim MMOGA-Shop in der Videobeschreibung und lasst einen Daumen hoch und einen Kommentar da, gerade für diese Sekundär-Games hier auf dem Kanal. Neben Total Warhammer macht das nochmal einen viel größeren Unterschied, weil ihr wisst ja, wird nicht so geklickt, aber ich brauche auf jeden Fall, mir macht's auch Spaß, ab und zu mal Abwechslung zu haben zu Total Warhammer. Gut, wir sind bereit. Ein paar unserer Schiffe können wir in Steckmodus bringen. Der Rest kann, glaube ich, auf Lock-On für höhere Reichweite. Obwohl, wenn ich mir das so ansehe, können wir eigentlich fast schon alles auf höhere Reichweite packen. Oder wir gehen auf Brace for Impact. Weil ich habe das Gefühl, die gegnerischen Necron sind schon richtig fies darin, Interaktionen ihrer selbst zu starten, die dann gut wehtun. Nun gut. Wird schon passen. Meine Gegner sieht uns eh nicht, wenn wir so weit entfernt sind. Können wir auch ehrlich gesagt erstmal auf Brace for Impact gehen. Und dann warten, bis sich der Gegner uns nähert. Oder wir wechseln es einfach. Komm, wir gehen auf Lock-On. Vielleicht kommt von seiner Seite aus Schiffchen. Wir werden es dann sehen. Aber zuerst verstecken wir uns hier in dem Nebel. Ship ready. Moving to position. Okay, okay, da hat unser Gegner seine Verteidigungsplattformen. Wir bleiben unter allen Umständen auf Entfernung davon, da bewegen wir uns nicht hin, bis die gegnerische Flotte ausgeschaltet ist. 14 Türme, 21 Crew. Gefährlich. Kriegen wir das Ding kaputt? Muss ja. Oh, sorry. Kurzes Screenshot reingehauen. Okay, die gegnerischen Schiffe, das scheinen alle zu sein. Drei Stück. Das heißt, wir können an sich schon mal anfangen, Bomber loszuschicken, aber es lohnt sich nicht. Bomber und Torpedos hauen wir erst los. Your orders? Course engaged. Wenn er ein bisschen näher dran ist an uns. Understood. Beim letzten Mal sind die irgendwie hängen geblieben. Coordinates acknowledged. Oh, wo ist er hin? Heading acknowledged. Naja, der taucht schon wieder auf. Hoffe ich. Wir können uns so lange mal die gegnerischen Verteidigungsstationen ansehen. Lightning. Oh Gott! Hallo, da ist er ja. Der Hühnerschlingel. Überraschung. Also ich bin auf jeden Fall überrascht, dass er auf einmal da ist. I am listening. Ups. Aye, Admiral. Sieht so aus, als spezialisiert er sich auf Lightning Strikes. Stand ready. Ist das so? Critical Assault Action. We serve. We stand ready.
Okay, fokussiert mal den bitte, wenn es geht. Ja, okay. Das war schon ziemlich riskant, was er gemacht hat. Wir können mal so ein paar Bomber hier losschicken mit unseren anderen Schiffen. Ich glaube, das ist okay. Aber wenn er sich jetzt gleich wegteleportiert... Okay, dann ist er natürlich weg, aber... Das wäre ja auch nicht so schlimm. Okay, ein paar Jäger werden losgeschickt. Das sind das unter Umständen. Ich glaube, wir schicken noch ein paar Torpedos los. Schaden wird es nicht. Okay, das erste Schiff ist kaputt. Fokussieren das zweite. Wir haben ihn sogar getroffen. Nicht übel. Das sieht doch besser aus als erwartet. Lightning Strikes go. Wenn wir sie schon haben, nutzen wir sie auch. Fokussieren aber trotzdem erstmal das kleine Schiff hier weg. Ha, ziemlich coole Schüsse, die er da raushauen kann. Komm, der Bomber. Was auch immer das ist. Das ist kaputt. Sind eigentlich meine Bomber alle tot? Ich glaube, meine Bomber sind alle kaputt gegangen gerade. Unglücklicherweise. So war das nicht geplant. Das gegnerische Schiff uns alles kaputt gemacht. Anscheinend. Okay, da hinten hängt nochmal ein Schiff rum. Naja, gut. Wir schicken unsere Bomber los. Noch ein paar Torpedos. Ach, immerhin hat einer getroffen. Nicht so super viel, wie das schön gewesen wäre. Aber immerhin ein bisschen. Mal kurz Flanke wechseln. Das Schiffchen müsste jeden Moment kaputt sein. Und diese Schiffe fliehen auch. Relativ häufig. Lightning Strike, Call to Arms. Wir wollen uns auf jeden Fall verteidigen. Fokussiert den. Kommt. Auch nicht mehr viel. Okay, das ist doch in Ordnung. Fregatte wurde vernichtet. Großteil der Gegner kaputt. Und nur noch da hinten hängt irgendjemand rum. Ich habe so den Eindruck, die Necrons gehen so in Richtung Glaskanonen. Wir brauchen eindeutig mehr Sensoren und bessere Sensoren. Changing course. We serve. Impossible, Admiral. I am listening. Where shall we strike? Okay, Zeit, ein paar Bomber loszuschicken. Die waren ja in der Vergangenheit schon immer recht gut. Und wir schicken direkt noch ein paar mehr los. Mit ein bisschen Torpedo-Unterstützung. Um uns etwas Rückendeckung zu geben. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, sehr gut. Den können wir jetzt noch vernichten. Aber was ist eigentlich das Beste, um auf die Necrons zu schießen? Was macht sie besonders kaputt? Starhawks loaded and set. We
We stand ready. Oh nein. We stand ready. Wir sind auf einmal hier. Im Asteroidengürtel. Wir erhöhen mal unsere Nachladegeschwindigkeit. Um häufiger zu treffen. Ja, die Bomber sind schon unfassbar. Wie konnte ich nur jemals keine Bomber mitnehmen? Okay, so schlimm ist das Asteroidenfeld dann doch nicht. Ich habe Schlimmeres erwartet. Und das war's. Goodbye. 194 Punkte. Vielen Dank. Dann wird es Zeit, den Gegner richtig zu vernichten. Mit allem, was er hat. Wir können einmal noch reparieren. Damage teams, begin repairs now. Your orders? Falls es was zu reparieren gibt. Aber sieht an sich ganz gut aus. Wir gehen auf Lock-On. Für höhere Reichweite. Dann müssten wir doch eigentlich mehr Reichweite haben als er. Er hat 9000 und 13.500. Und wir haben auch 13.500. Naja. Das heißt, wir können auf jeden Fall das treffen, was ganz außen an der Flanke rumhängt. We serve. Coordinates acknowledged. Und der hat keine 13.500, oder doch, der hat auch. Der hat auch. We serve. Okay, dann machen wir die jetzt erstmal Stück für Stück in kleinen Einzelteilen kaputt. Where shall we strike? Kein Grund, unnötig Verluste zu erleiden. Aye, Admiral. We wait your command. 13.500 Engagement-Reichweite. Los geht's. I am listening. Engaging engines. Na dann, Feuer frei. Und da sich das Ding nicht bewegen kann, kriegen wir es auch ganz gut kaputt. Schießt er eigentlich zurück? Where shall we strike? We stand ready. Falls ja, ist es nicht zu tragisch. Aber ihr solltet eigentlich, ihr braucht eigentlich nicht in Bewegung bleiben. Ihr könnt doch einfach genau da stehen bleiben. Ihr könnt genau da stehen bleiben. Warum wird ihr nicht auf, euch zu bewegen? Das ist nicht das, was ihr tun sollt. Okay. Nummer 1. Your orders? Schnappen wir uns Nummer 2. In welcher Reichweite funktionieren eigentlich die Verteidigungstürme des Gegners? We serve. Und können wir eigentlich auch andere Formationen einstellen? Understood. Reparieren kann sich niemand mehr. Setting course. Target locked in. Dann mal los. Moment mal, schießt der jetzt auch noch auf uns? Er tut es. Aye, Admiral. Wir sind zu nah dran. Critical hit, 20 damage. Give us purpose. Autsch. Das muss ja auch nicht sein. Dass ich unserem Gegner Critical Hit, 20 Damage! Dass ich ihm da kostenlosen Schaden gebe. Ship ready.
At your command. Feuer! Du Schande. Das ist schon ziemlich eklig. Die Waffen, die er da hat. Und wir auf Call to Arms gemacht. Wir sollten doch eigentlich reparieren. Oh Gott, ich habe nicht repariert. Ich habe das Falsche gedrückt. Und jetzt brennt der vor sich hin. Und nimmt einfach kritischen Schaden gleich. Okay. Das war ziemlich dumm. Der macht die ganze Zeit Critical Hit Damage. Ist das normal? Wahrscheinlich schon. Heading acknowledged. Your orders? I am listening. Underway. Okay, nächstes Ziel, die Plattform hier. Und dann können wir die Hauptplattform angreifen. Bleibt außerhalb. Ihr müsst doch gar nicht daran. Show us the enemy. Wir haben gar keinen Stress. Können hier schön auf Entfernung bleiben und das Ding kaputt schießen. Naja, ihr habt keinen Bock, lasst euch darauf ein, näher ranzugehen. Okay. Where shall we strike? Generator damaged! Course engaged. Okay, was soll's? Komm, jetzt machen wir das Ding kaputt. Das ist ja nicht zu glauben. Das ist ja nicht zu glauben. Torpedos deaktiviert. Engaging target. Okay, mach den Kleinen noch kaputt. Ansonsten los mit allem, was wir haben. Torpedos und Bomber, vor allem Bomber. Ship ready. Vor allem Bomber. Aber auch Torpedos. Los, los, los. Los, los, los. We serve. Understood. Los, los, los. Torpedos, Bomber, go. Jetzt gehen wir auf Nachladegeschwindigkeit. Für mehr Shooty Action. We wait your command. Was war das für eine Aktion? Und dann zeigt, was ihr könnt. Waffe zerstört! Give us purpose. Ach du Scheiße. At your command. Show us the enemy. Changing course. Teleport attack successful. Ach du Schande. Dinger! Hauen echt raus. Teleport attack successful. Dinger hauen echt mega Damage raus. Oh Gott. Oh Gott, habe ich jetzt... Oh Gott, ich habe mein eigenes Schiff mit meinen Torpedos getroffen. Wie dumm kann man sein? Wie dumm kann man eigentlich sein? Die Antwort lautet schon ziemlich dumm. Ziemlich dumm, ja. Das geht. Das geht. Aber... ein bisschen traurig macht mich das schon. Okay, kommt nochmal Bomber. Noch mehr Torpedos. Engine damaged. Ups. Und Space Marine Battle Barge macht bald die Fliege. Finde ich nicht so geil.
finde ich echt nicht so mega geil, um ehrlich zu sein. So, müssen wir lieber rammen zur Sicherheit. Vielleicht rammen wir einmal kurz rein. Das glaube ich eine gute Idee. Obwohl er explodiert doch jetzt gleich. Awakening Warriors. Ah ja, okay. Er holt jetzt auch Verstärkung. Engaging engines. Damage team, begin repairs now. Aber die werden ihm hoffentlich nichts bringen, wenn wir ihm noch mehr Torpedos reinrammen. Okay. Gut. Toll, jetzt ramme ich mich auch noch die ganze Zeit gegenseitig. Das war wirklich der schlechteste Angriff in meiner ganzen Space Hulk-Karriere. Nicht, dass es eine große und illustre Karriere wäre, aber er war ziemlich schlecht. Nächstes Mal werde ich vielleicht nicht mit allen Schiffen der gleichen Seite angreifen. Ich habe so das Gefühl, das war nicht extrem geil. Es war nicht die allergeilste Aktion. Ja, ziemlich doof, aber die Necron sind tot und wir haben kein Schiff verloren. Immerhin. Nicht wie bei Mark of Chaos, als ich meine armen Schwarzorks verloren habe und es nicht gemerkt habe. Hier ist es immerhin nur mit den kleinen Schiffchen passiert. Ups, den Escort-Schiffchen. So gut und so schön sie waren. Yay! Extra Level Up. Schwerer Schaden genommen, aber Level Up. Sehr gut. Fleet Capacity erhöht. Vielleicht kriegen wir ein neues Schiff rein. Upgrade Points, Secondary Objectives erhöht. Take no prisoner. Cool. Na dann, was leveln wir, Leute? Additional Turrets. 3 extra Türme pro Schiff. Ich glaube, das ist schon sehr stark. Vor allem, weil gegnerische Schiffe viel weniger gut an uns rankommen und Torpedos besser angefangen werden. Alles ziemlich gut. Dann nehmen wir den mal. Schaden tut der eindeutig nicht. Nun denn, soll es aber gewesen sein für heute. Ich hoffe, euch hat dieses epische strategische Position und Forge World, das ist gut erobert zu haben. Und absolut fantastische Schlacht gefallen mit unfähigen Hamster. Aber wir haben gesiegt. Und in der nächsten Runde können wir ebenfalls auch Agrippina verteidigen. Hoffentlich kommt nicht zu viel Chaos. Wenn alle Chaos-Schiffe kommen, dann wird das sehr unangenehm in Kürze. Vielleicht sollte ich zur Sicherheit nochmal ein Schiff mitnehmen. Einfach damit noch eins da ist. Ganz schön viele verschiedene Schiffe. Machen die auch irgendwas anderes? Hunter. Mit Torpedos. Double Barrel Light Macro Turret. 270 Grad. Schussreichweite plus Scanner. Oder wir nehmen den. Okay. Wir nehmen euch noch zu. Falls da doch mehr kommt als erwartet, haben wir immerhin ein kleines bisschen mehr Verteidigungsmöglichkeiten. Sogar Lanzen. Habe ich irgendwas mit 2 Lanzenartillerie? Torpedo, leichter Makroturm. Cobra. Die können wir halt unter Umständen wieder auflösen. Leichte Lanzen, Double Barrel, Light Macro Battery. Na dann. Wir haben nämlich nicht genug Firestorm. Willkommen. Willkommen im Team. Aber das machen wir alles in der nächsten Runde. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.